Ich bin Chrissy von Experientell und heute bin ich bei einer ganz besonderen Konzertprobe von einem Orchester 2.0. Lieber Matthias, du bist der Gründer vom Digi-Ensemble Berlin, einem Zusammenschluss von ja, Experimentierfreudigen, die mit Smartphones und Tablets Musik machen. Was haben wir denn jetzt hier gerade gehört und wo kommt es zur Aufführung? Ja, das war jetzt die Edvard-Griegs-Morgenstimmung und das werden wir am ersten Neujahrstag in Leipzig im Gewandhaus mit dem MDR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Jun Merkel spielen. Das bedeutet, ihr spielt mit euren Hosentascheninstrumenten mittendrin in einem klassischen Orchester. Wie finden das denn die anderen Orchestermitglieder? Gut, dass du das fragst, ist so ein typisches Vorurteil und so ein typisches Problem, dass die Leute dann denken, dass wir sie ersetzen wollen. So kam irgendwie der Orchestermanager auch so auf mich herzu. Hallo, Herr Krebs, also Sie wollen mir jetzt hier 9 Musiker arbeitslos machen. Also darum geht es natürlich nicht. Also wir wollen einfach nur ausprobieren, wie man gemeinsam musizieren kann und was für Musik da eigentlich rauskommt. Also ich bin zum Beispiel ausgebildeter Opernsänger und spiele dann in dem Stück zum Beispiel Querflöte, in einem anderen spiele ich Cello, E-Gitarre, Schlagzeug. Also wir spielen, bei jedem Stück spielen wir eigentlich andere Instrumente und das macht auch den besonderen Reiz eigentlich aus. Wo kam denn die Inspiration dazu her? Ja, die kam, also ich hatte mir ein iPad gekauft, schon ganz am Anfang und hatte gemerkt, da kann man wirklich ziemlich spannende Sachen machen und es taugt etwas als Instrument. Aber das war mir, da war ich mir auch noch unsicher früher. Aber als ich dann gesehen hatte, dass halt diese Band Atomic Tom in der New Yorker U-Bahn live so eine richtige Band performt hatten und dass das dort geht, da habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir es hier auch machen und einfach wirklich gucken, ob man klassische Musik erstmal auch mit Covern-Songs überhaupt erprobt, wie die Spieltechniken sind und dann auch neue Musik zu machen, die wirklich nur auf diesen Geräten geht. Und soweit sind wir heute. Das Tolle ist, dass ihr euch nicht mit diesen vielen Apps, die es gibt, in euer Zimmer eingeschlossen habt und lustig Sudoku spielt, sondern dass ihr wirklich diese mobile Musik produziert und uns damit erfreut. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich das Experientell-Gütesiegel verleihen. Wenn du es im Fernsehen trägst, kriegst du noch eins im Januar. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Nichtsdestotrotz. Da habe ich einen Anzug an, ja. Da kommt es besonders gut zur Geltung. Nichtsdestotrotz verleihe ich dir es natürlich ganz feierlich. Mhm. Und wünsche euch für euer Konzert nur das Beste. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall gucken, am Fernseher hängen. Wir sind selbst gespannt. Und jetzt bin ich aber auch noch natürlich gespannt, wie das funktioniert. Hier links werden die Grundtöne gespielt. Und mit der anderen Hand spielt man ein ganzes Cluster. Ja, ich werde das jetzt mal versuchen. Vielleicht entdecke ich meine musikalische Ader. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächstes Mal wieder. Kannst du ja nicht. Willst du hier festhalten? Ja, ich mach hier, wo du spielst.